Hallo und herzlich willkommen zur Mission zur Schlacht der Schlachten. Wir werden uns jetzt auf den Weg machen zur letzten Mission. Und ganz ehrlich, Alter, ich weiß gar nicht, ob ich das will, aber okay. Lol, jetzt ist Mass Effect abgeschissen. Nee, doch nicht. Hä? What the fuck? Wir konnten uns auf jeden Fall nicht mehr bewegen, was ich sinnlos fand. Okay. Also, fliegen wir das Ding jetzt hier an. Wie gesagt, die anderen Missionen werden wir dann später machen noch. Die gehören halt zum DLC eigentlich dazu. Das möchte ich dann halt im Nachhinein noch machen und jetzt nicht. Vor der letzten Mission. Weil ich, wie gesagt, ne? Und so, you know what I mean. Auf jeden Fall werden wir jetzt die letzte Mission machen und... Ach, die Scheiße, Alter. Ich glaube, das wird jetzt richtig assi werden. Aber okay, wir werden es machen. Wir werden es machen. Betreten. Bitte Ziel bestätigen, Shepard. Das Reaper FFS ist online, aber es besteht die Chance, dass die Normandy das Omega-4-Portal nicht übersteht. Sobald wir unterwegs sind, gibt es kein Zurück mehr. Die Kollektoren sollen erfahren, was geschieht, wenn man mich wütend macht. Verstanden, Commander. Lege Kurs zum Omega-4-Portal fest. Ankunft in ungefähr 2 Stunden. Ich sag Ihnen dann Bescheid. Ach, ja... Das ist jetzt, das wird richtig assi werden jetzt. Das ist die letzte Mission. Und ich kann mir vorstellen, dass sie richtig schön scheiße werden wird. Naja, uns bleibt ja nichts wirklich was anderes übrig. Also von daher, wir werden versuchen, uns durchzuschlagen. Joker schließt gerade die Vorbereitungen ab. Die Reise wird wohl ein paar Stunden dauern. Ich gebe zu, Shepard, ich bin beeindruckt. Sie haben uns bis hierher gebracht. Sind Sie bereit? Absolut. Wir haben das richtige Team und die Technologie der Kollektoren. Wir können es schaffen. Hoffentlich behalten Sie recht, Commander. Wir werden es ja früh genug erfahren. Ich informiere Sie über alle Veränderungen. Andernfalls bin ich in wenigen Stunden zurück. Viel Glück, Shepard. Wir sehen uns auf der anderen Seite. So, jetzt wisst ihr auch schon, warum ich bis jetzt noch nichts... Na, ihr wisst schon, was gemacht habe. Shepard, ich wünschte, ich hätte mehr Informationen für Sie. Es gefällt mir nicht, dass Sie das Portal blind durchstoßen. Aber wir haben keine große Wahl. Ich gehe nicht allein. Einige der Besten arbeiten für mich. Wenn wir zusammenhalten, werden wir es schaffen. Ich wusste, warum ich sie zurückgebracht habe. Es gibt keinen besseren Anführer. Trotz der Gefahr ist es eine großartige Gelegenheit. Der erste Mensch, der ein Schiff da durchbringt. Und es überlebt. Ich werde die Kollektoren vernichten und ihren Angriffen auf die Menschheit ein Ende bereiten. Ich verstehe. Es ist trotzdem beeindruckend. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich es zu schätzen weiß, welches Risiko Sie eingehen. Ungeachtet Ihrer Meinung über Cerberus. Oder über mich. Sie sind von großem Wert. Für die gesamte Menschheit. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... würde ich momentan dem Unbekannten vertrauen, aber irgendwie auch nicht, ich weiß nicht. Bei Cerberus habe ich ganz ehrlich keine Meinung im zweiten Teil, das ist echt... Nähern uns dem Omega-4-Portal! Alle bereithalten! Ziehen wir es durch. Reaper FFS aktiviert. Signal bestätigt. Commander, der Antriebskern hat gerade angefangen zu leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Elektrische Ladung des Antriebskerns im kritischen Bereich. Leite um! Festhalten für Bremsvorgang.
Scheiße! Zu knapp. Das müssen die Schiffe sein, die versucht haben, durch das Omega-4-Portal vorzustoßen. Manche sehen uralt aus. Ich habe eine Energiesignatur an der Kante der Akkretionsscheibe geortet. Das ist die Basis der Kollektoren. Bringen Sie uns näher ran. Ganz locker und entspannt. Hoffentlich entspannt. Verfluchte Scheiße, war ja klar. Dass mal gut wird? Ach du Scheiße. Das sieht nicht Achtung, gut aus. Achtung, Jeff. Wir haben Gesellschaft. Leite Ausweichmanöver ein. Jetzt gehen Sie mir aber auf den Geist. Edi, machen Sie die Mistkerle fertig. Solange die neue Panzerung hält. Ihr wollt eine neue Runde? Los doch, Mädchen, geben wir sehen. Alarm. Hülle des Maschinendecks beschädigt. Er ist im Frachtraum. Mein Team kümmert sich um den Eindringling. Schaffen Sie uns den Rest vom Hals. Zu Befehl, Command. Okay, na wen nehme ich da auf jeden Fall, also okay, Outfit wechseln. Wen nehme ich auch jetzt auf jeden Fall mit? Ganz klar Grunt. Enger Raum, viel Power. Na, ich glaube, ich nehme sie mal mit. So, annehmen. Na, wir können immer noch nichts machen. Grunt auch nicht, aber Jack kann hier noch ein bisschen loslegen. Okay, würde ich sagen... Jack kann, glaube ich, noch andere Waffen nehmen, oder? Oder, jawohl. Alles klar, würde ich sagen, los geht's. Alter, wo ist denn die Scheiße da? Sie brauchen etwas mit mehr Feuerkraft, um das Ding aufzuschalten. Ist mir irgendwie schon klar. Dieses Scheiß wie hin, ey. Na, komm schon. Okay, ich glaube, das war's. Wir sitzen hier draußen auf dem Präsentierteller. Ich muss versuchen, sie in dem Trümmerfeld abzuschütteln. Unsere kinetischen Barrieren sind für Kollisionen mit Trümmern dieser Größe nicht ausgelegt, Jeff. Dann war das mit dem Upgrade wohl eine gute Idee. Wir fliegen rein. Ach du Scheiße. Komm schon, nichts wie durch. Kinetische Barrieren bei 40%. Unkritische Energiereserven umleiten. Das wird jetzt wehtun. Ach du Scheiße. Na, noch sieht's einigermaßen gut aus. Schadensbericht! Genetische Barrieren stabil bei 30%. Kein signifikanter Schaden. Übernehmen Sie, Edi. Langsam. Wir wollen nicht noch mehr Aufmerksamkeit erregen. Ach du Scheiße. Geortet, bewegt sich in Richtung Frachtraum. Das Ding schon wieder. Das muss Shepard übernehmen. Ach du Scheiße. Okay. Ah, das war
Munition zu knapp. Zu spät, jetzt bist du tot! Ich hätte kaum noch live. Wenn es zurückkommt, ist es weg. Das sollte es gewesen sein. Diesmal bleibt es aber tot. Kommen Sie wieder rauf, Commander. Wir werden das Trümmerfeld gleich räumen. Da ist sie. Die Basis der Kollektoren. Suchen Sie einen Landeplatz, ohne aufzufallen. Zu spät. Die schicken uns zur Begrüßung wohl einen alten Freund. Ach du Scheiß, na super. Das Ding schon wieder. Das wird jetzt unspaßig. Zeigen wir Zähne. Hauptgeschütz. Feuer frei. Das sieht erstmal gut aus. Na, wie gefällt euch das hier, Mistkerle? Näher ran und machen Sie sie fertig. Alle festhalten, das wird eine wilde Fahrt. Na, nicht zu optimistisch, Joker. Noch können die auffeuern. Krieg sie zur Hölle, Mädchen. Okay, das sieht jetzt aber ziemlich endgültig aus. Massen-Effekt-Feld-Generatoren offline! Edi, tun Sie was! Generatoren reagieren nicht. Alle festhalten. Die Landung wird hart. Ach, super. Na super, ich will nicht Rolle noch und die verlieren hier. Ach du Scheiße. Naja, immerhin sieht das Schiff noch einigermaßen aus. Und immerhin leben wir noch alle. Joker, alles in Ordnung? Vermutlich Rippenbruch. Alle auf einmal. Mehrere Kernsysteme beim Absturz überlastet. Es wird eine Weile dauern, bis wir wieder einsatzfähig sind. Wir wussten alle, dass es wahrscheinlich keine Rückreise geben wird. Ich will die Kollektoren aufhalten, allein um davon berichten zu können. Schön, dass Sie das sagen haben. Was jetzt? Wie lange, bis die Kollektoren die Landezone finden? Ich orte kein internes Sicherheitsnetzwerk. Möglicherweise haben die Kollektoren nicht damit gerechnet, dass jemand ihre Basis erreicht. Mit etwas Glück hat es ihre externen Sensoren genauso zerrissen wie uns und sie wissen gar nicht, dass wir noch leben. Das wäre wünschenswert. Alter, die Norme, die sieht schon ganz schön mitgenommen aus, aber... Na, hoffentlich kriegt Joker die nochmal hin, während wir uns jetzt auf den Weg machen. So war diese Mission zwar nicht geplant, aber das ist nun mal die Lage. Wir können uns nicht darum kümmern, ob die Norman die uns nach Hause bringt. Wir sind hier, um die Kollektoren aufzuhalten und das bedeutet, wir brauchen einen Plan, um die Station auszuschalten. Edi, zeigen Sie mal Ihre Scans. Sie müssten Ihre kritischen Systeme überlasten können, falls Sie es bis zu dem Hauptkontrollzentrum hier schaffen. Das bedeutet, wir müssen durch das Herz der Station, direkt an dieser massiven Energiesignatur vorbei. Das ist die Zentralkammer. Falls unsere Crew oder jemand von den Kolonisten noch am Leben ist, halten die Kollektoren sie vermutlich dort fest. Sieht aus, als gäbe es zwei Hauptrouten. Wir sollten uns trennen, um die Kollektoren zu verunsichern. Und dann kommen wir in der Zentralkammer wieder zusammen. Nicht gut. Beide Wege sind blockiert. Sehen Sie diese Türen? Da kommen wir nur durch, wenn sie jemand von der anderen Seite aus öffnet. Das ist keine Festung, es muss eine Möglichkeit geben. Hier, vielleicht kommt durch diesen Lüftungsschacht jemand rein. Praktisch ein Selbstmordkommando. Ich melde mich freiwillig. Ich weiß das zu schätzen, Jacob. Aber Sie würden es nicht schaffen, die Sicherheitssysteme rechtzeitig auszuschalten. Wir müssen einen Tech-Experten schicken. Ihre Entscheidung, Commander.
Wen schicken wir in den Schacht? So, und jetzt wird's ungemütlich. Wir könnten diese alle schicken, aber wir nehmen Tali. Alleine, weil ich glaube, dass sie es am besten hinkriegen würde von allen. Wir brauchen jemand mit Tech-Kenntnissen, der sich ins Sicherheitssystem hackt. Tali, Sie übernehmen das. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Der Rest von uns teilt sich in zwei Teams auf. Wir kämpfen uns beide Wege entlang. Das sollte die Aufmerksamkeit der Kollektoren von Ihnen ablenken. Ich führe das zweite Team an, Shepard. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite der Türen. Nicht so schnell, Cheerleader. Niemand will von Ihnen Befehle annehmen. Das hier ist kein Beliebtheitswettbewerb. Leben stehen auf dem Spiel. Shepard, Sie brauchen jemanden, der durch seine Erfahrung Loyalität einfordern kann. Ich glaube, ich weiß, wen ich da nehmen kann. Zagaras. Ganz ehrlich, ihm vertraue ich mit am meisten. Und wenn einer ein zweites Team führen kann, dann er. Garrus, Sie führen das zweite Team an. Naja, zumindest weiß er, was er tut. Ich weiß nicht, was uns da drin erwartet, aber ich werde Sie nicht belügen. Es wird nicht leicht werden. Wir haben gute Leute verloren und vielleicht verlieren wir noch mehr. Wir wissen nicht, wie viele die Kollektoren verschleppt haben. Tausende, Hunderttausende. Es ist auch nicht wichtig. Nur eines zählt. Keinen einzigen mehr. Das können wir erreichen, hier und heute. Wir bereiten dem ein Ende. Sie wollen wissen, woraus wir gemacht sind? Ich sage, wir zeigen es Ihnen mit unseren Mitteln. Bringen wir unsere Leute nach Hause. Ganz meine Meinung. Okay, dann geht's jetzt los. Das könnte jetzt spaßig werden. Also, unsere Spezialistin ist Tali. Die zweite Truppe führt Garrus an. Und wir nehmen jetzt auf jeden Fall Jack mit und Jacob. Alleine ihn, weil ich will nicht, dass er drauf geht. Und sie, weil wir, glaube ich, im Nahkampf definitiv jemanden brauchen, der uns den Rücken frei hält. Und ich glaube, da ist Jack mit die Beste. Jacob vertraue ich eigentlich ziemlich. Ich bin mal gespannt, wie er das hinkriegen wird. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich es mir gedacht habe. So, er braucht, glaube ich, noch andere Waffen. Ne? Bei Jack hatte ich die vorhin getauscht. Nee. Hallo? Die hatte ich doch getauscht gehabt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Naja. Okay, jetzt Jacob noch. So. Und ja, doch, das sollte gehen. Okay, dann machen wir uns jetzt bereit. Na, ich hoffe, das geht gut. Okay, wir müssen da jetzt runter. Ach du Scheiße, ey, das wird... Ich bin im Lüftungsschacht, Shepard. Es ist heiß hier drin, aber der Weg ist frei, soweit ich das sehen kann. Zweites Team, sind Sie in Position? In Position. Wir treffen uns auf der anderen Seite von diesen Türen. Okay. Dann würde ich sagen, Feuer frei. Das muss wehtun! Vorsicht, Garrus. Wir liegen unter schwerem Beschuss, aber wir kommen voran. Ja, das sieht bei uns nicht gerade rosig aus momentan. Aber noch machbar. Schlimmer ist nur die fetten Viecher, die noch kommen können. Flieg, Miststück! Ich hätte noch einen Fernkämpfer. Egal, ich glaube, die anderen Gruppen sind, glaube ich, besser dran mit dem Fernkämpfer als wir. Ich glaube, wir kriegen das auch so hin. Wir sind auch schon ziemlich weit hier durchgekommen, muss man sagen. Okay, wir müssen die Ventilation deaktivieren. Irgendwas blockiert das Rohr. Sieht aus wie ein Tor oder sowas. Eins von acht Ventilen geöffnet. Okay, wir müssen uns beeilen. Ansonsten wird Tali da drin wohl gegrillt. Und wisst ihr ja, was ich mache. Okay, jetzt kommen wir rüber. Das
ziemlich schnell durchkämpfen, ist das Problem. Alter, diese Kisser, meine, die finde ich schlimm. Sie werden den Schmerz kennen. Okay. Nächstes Ventil offen. Alles frei. Gehe weiter. Gut, ich hoffe, wir kommen hier noch schnell weiter, Alter. Wir müssen 8 Ventile deaktivieren. Wir haben gerade mal 3, also wir haben jetzt 4, die Hälfte. Wir sind in Position und warten nur darauf, dass sich die Türen öffnen. Die Toten sind nutzlos. Ich weiß. Okay, Einigkeit. Was sie das spielen. Meine Angriffe werden sie zerreißen. Wir sind die Vorboten ihres Aufstiegs. Oder des Untergangs, aber den werden wir abwenden, Freunde. Ah, ich sehe es auch schon. Übernehme Kontrolle. Das ist dieser Pisser. Das dürfte die Lage beruhigen. Okay. Erreichen muss Shepard. Wir müssen uns beeilen. Nein, ich kann nicht lieber verhungern. Los doch, Shepard, wir kennen den Ah, komm, was soll's. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Er hat doch schon einen Umweltanzug an. Das Tor ist offen. Rücke vor. So. Wir müssen doch gleich langsam mal da sein, ey. Kommen noch 3 Ventile. WTF. Sechs von 8 Ventilen. Errichte eine Barriere. Okay, wenigstens kommen wir. Ich warte schon wieder auf Sie, Shepard. Lassen Sie mich nicht hängen. Ich werde es versuchen, verfluchte Hacke. Komm hier durch, da ist nur noch ein Ventil. Die Toten sind nutzlos. Ja, okay. Wir sind ihr Schicksal. Wir sind Vorboten. Bereit machen! Ja, genau, da kommen noch welche. What the fuck? Noch ein Ventil, Shepard. Sie wissen ja, wie es läuft. Direkte Intervention ist notwendig. Ah! Werden den Schmerz kennenlernen, Shepard. Ich glaube nicht. Die Toten sind nutzlos. Okay, komm, nochmal. Voll drauf jetzt. Ich hoffe nur, die schwere Munition ist hin, da gleich mal welche. So, letzte. Kommen. Vorsicht, Siegerschwärme! Wir sind in Position. Sofort diese Tür öffnen. Los, wir geben Deckung. Da stimmt was nicht. Die Tür klemmt. Feuer! Lassen Sie niemanden durch!
durch die Tür! Gute Arbeit, Tali. Ich wusste, Sie würden mich nicht enttäuschen. Shepard, das müssen Sie sehen. Ach du Scheiße. Was machen die hier? What the fuck? Das ist Yeoman Chambers. Ist sie tot? Hier drüben sind noch mehr. Ach du Scheiße. Oh Gott, sie lebt noch. Ach du Kacke. Holen Sie sie da raus, schnell! Dr. Chakwas, sind Sie okay? Shepard, Sie sind wegen uns zurückgekommen. Wir verlassen unsere Crew nicht immer. Niemand wird zurückgelassen. Was ist mit den anderen? Wissen Sie, wo sie sind? Sie haben es nicht geschafft. Chambers, Rupert, Gabby, die halbe Crew, tot. Ich habe sie sterben sehen. Sie wurden verarbeitet zu einer Art purer genetischer Paste und dann durch diese Schläuche gepumpt. Warum tun die das? Was machen sie mit unserem genetischen Material? Spielt das eine Rolle? Wären sie früher hier gewesen, hätten sie sie noch retten können. Wir haben Zeit zur Vorbereitung gebraucht. Wir hatten keine andere Wahl. Tut mir leid. Nein, ich wollte Ihnen nicht die Schuld geben. Es ist nur, ich musste zusehen, wie Sie starben. Ich weiß, dass Sie Ihr Bestes versucht haben. Sie haben mein Leben gerettet. Danke. Wir müssen in Bewegung bleiben, Commander, und beschließen, was wir als nächstes tun. Joker, können Sie unsere Position ermitteln? Jawohl, Commander. Die ganzen Schläuche führen in den Hauptkontrollraum direkt über Ihnen. Der Weg ist durch eine Sicherheitstür blockiert, aber es gibt eine weitere Kammer parallel zu der, in der Sie sich gerade befinden. Das würde ich nicht empfehlen. Die thermischen Signaturen weisen darauf hin, dass die Kammer voller Seeker-Schwärme ist. Mordins Gegenmaßnahme kann Sie gegen so viele auf einmal nicht schützen. Was ist mit Biotik? Könnten wir nicht ein biotisches Feld generieren, das Sie davon abhält, uns zu nahe zu kommen? Ja, ich halte das für möglich. Allerdings nicht für alle. Aber ein kleines Team bringen wir durch, wenn alle dicht bei mir bleiben. Ich könnte das auch. Theoretisch ist jeder Biotiker dazu in der Lage. Shepard, wer soll das Feld aufrechterhalten? Das Feld, okay. Zum Schutz nehme ich Samara diesmal. Ich glaube, die ist mit die beste Biotikerin von allen. Samara und ich werden ein kleines Team durch die Seeker-Schwärme bringen. Der Rest von ihnen geht durch die Hauptpassage und lenkt den Feind ab. Wir öffnen die Sicherheitstüren von der anderen Seite und treffen uns dann dort. Wer soll das Ablenkungsteam anführen? Derselbe wie vorhin, und zwar Gareth. Ich beschäftige die Verteidiger. Sie schleichen hinten vorbei. Was wird aus mir und dem Rest der Crew, Shepard? Wir sind nicht in der Verfassung zu kämpfen. Commander, wir haben wieder ausreichend Systeme online, um eine Abholung durchzuführen. Aber wir müssen bei Ihrer vorherigen Position landen. Wir können es uns nicht leisten, zurückzugehen, Shepard. Jetzt nicht mehr. Sie werden es ohne Hilfe nicht schaffen. Ich gebe Ihnen jemanden mit. Ich würde sagen, Jacob, oder? Ja, doch, ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, wenn wir jetzt Jacob mitgeben. Joker, übermitteln Sie mir die Position der Landezone. Wir treffen Sie dann dort. Jeder hat seine Aufgabe. Los geht's. Okay, und wir nehmen diesmal mit Grunt und Vane.
Warum? Weiß ich nicht. Einfach nur mal so. Grunt vertraue ich sowieso mit. Am besten hat die beste Nahkampfstärke auf jeden Fall. Also wenn die uns näher kommen, sind die weg. Vayne, Attentäter. Ich glaube, das wird schon gut gehen. So, Vayne. Was hat denn der für Waffen? Da haben wir andere Optionen. Okay, dann kriegt er jetzt auch die. Die ist ziemlich gut. Und... okay, hier haben wir nicht viele andere Möglichkeiten. Okay, dann nimmt er die. Grunt ist ja, glaube ich, schon ausgerüstet, ne? Okay, würde ich sagen, los geht's. Es geht los. Bleiben Sie in meiner Nähe, Commander. Okay, die Seeker-Schwärme, die ganzen Seeker werden... nein, ich brauche, ihr seht, die prallen aber auf jeden Fall schon mal ab. 620 Munition, okay. Hier wird jedes Mal aufgefüllt, das ist sehr praktisch. Garrus, unser Team ist in Position und wartet auf Ihre Befehle, Shepard. Verdammt, die Schwärme stören den Funkkontakt. Sind Sie bereit? Achso, ich muss jetzt... okay. Gehen wir, Commander. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass die gleichen noch währenddessen angreifen. Das ist... Feind greift an! Ich werde mich schnell und gesehen. Sich darum kümmern. Schon unterwegs. Wo ist dieser Pisskopf hin? Das erwartet sie. Aus dieser Stellung heraus kann ich nicht kämpfen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzu... Okay. Direkte Intervention ist notwendig. Verfluchte Scheiße. Okay, brauchen wir wieder die Hardware. Sie werden den Schmerz kennen, Baron Shepard. Ja, oder sie, du verfluchte Scheiße. Sind die Vorboten ihres Aufstiegs. Ja. Okay, der Weg ist noch nicht frei. Wir übernehmen die Kontrolle. Ah, schon wieder, what the fuck? Das ist übertrieben. Wir übernehmen die Kontrolle. Wie oft übernehmen die diesmal die Kontrolle? Ihre Hülle ist zerbrechlich. Komm, jetzt ist er weg. Ist er weg, okay. Alles frei. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken. Es kann losgehen, Commander. Ach du Scheiße, ganz ehrlich. Okay, weiter geht's. Feind wird angegriffen. Scheiße. Nicht schon wieder die verfluchte Kiste. Vor allem, wir sind jetzt gerade komplett ohne Deckung. Direkt vor uns. Okay, hat sich, glaube ich, noch weg. Mit Hass sollte noch der Markierer sei gepriesen. Nimm das! Nein, Alter! Feindbeschuss. Gehe in Deckung. Ja, wir gehen auch mal in Deckung. Okay, schon weg hier wieder. Alter. Ich werde mich persönlich darum. Ja, aufladen. Auf Sie war die Ausmischung. Ja, ich auch. Alter, langsam gibt's noch einen Nerv hier. Sie werden mich nicht aufhalten. Sie sind kurzsichtig. Alles frei. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken, Commander. Okay, liegt hier irgendwo noch Munition? Ja, außerhalb, na super, das bringt mir natürlich nichts. Gehen wir. Ich muss jetzt darauf achten, dass ich die Munition mitnehme, sonst kriegen wir gleich ein Problem. Eieiei, okay, die Mission ist nicht ohne, aber sie ist machbar. Okay, da habe ich schon Munition übersehen. Sie ist auf jeden Fall machbar. Ich hoffe nur, dass wir, wie gesagt, alle vom anderen Team überleben, das weiß ich leider nicht. Das wäre ziemlich scheiße, wenn nicht.
Vor allem hasse ich schon, dass die halbe Crew draufgegangen ist. Aber naja, kann man nichts mehr machen. Das wäre aber wahrscheinlich auch so passiert, weil, ich meine, was hätten wir anders machen können? Könnte ein richtiges Feuergefecht werden. Ich halte die Stellung, bis sie bereit zum Abzug sind. Alter, ich hasse das. Alter. Ich glaube, ich sehe da hinten schon den Ausgang. Alles frei. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind. Okay, weiter. Hier ist keine Munition mehr. Ziehe mich zurück, Commander. Ach du Scheiße, nee. Okay. Na gut, bei uns sind noch alle topfit. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Perfekt. So. Da. Oder? Ich hasse Hasks. Hast du schon erwähnt? Ich halte durch, solange ich kann. Ja, wir sind hoffentlich gleich da. Ich sehe den Eingang. Wir müssen... dorthin. Rasch. Ja. Nein. Gute Scheiße. Scheiße. Wir müssen uns beeilen, Shepard. Also gut. Weiter. Wir setzen nach. Weiter so. Beeilung, Shepard. Okay, weit ist es nicht. Das schaffen wir locker. Das hätte doch mal funktioniert, würde ich sagen. Aber schon fast zu gut. Ich höre, was ist Ihre Position? Sind an der Tür umzingelt und unter schwerem Beschuss. Okay. Wir kommen, halten Sie durch. Öffnen Sie die schnell. Tür. Na los! Tür versiegeln! Gott sei Dank, der Joker, ist nicht aufgegangen. Sind Sie am Treffpunkt? Ich bin da, Commander. Chakwas ist gerade mit dem Rest der Crew eingetroffen. Mr. Taylors Gruppe ist gerade angekommen, Shepard. Keine Verluste. Ausgezeichnet. Jetzt geht's um alles. Edie, wie sieht unser nächster Schritt aus? In der Nähe müsste es einige Plattformen geben, über die Sie zur Hauptkontrollkonsole gelangen. Von dort aus können Sie das System überlasten und die Basis zerstören. Commander, Sie haben ein Problem. Vor der Tür sammelt sich eine gewaltige Anzahl Feinde. Wird nicht lang dauern, bis sie zu Ihnen durchbrechen. Eine Nachhut könnte diese Position verteidigen und dafür sorgen, dass die Kollektoren uns nicht überwältigen. Wählen Sie ein Team aus, das mit Ihnen geht, Shepard. Alle anderen sollen sich hier einbunkern und Ihnen den Rücken frei halten. Okay. Taylor ist ja jetzt nicht mehr da. Okay, wen nehmen wir mit? Ich glaube, wir nehmen Tali und Samara mit, weil Samara, ganz ehrlich, gerade, die hat uns echt den Arsch gerettet, mehr oder weniger. Und Tali als Tech, wer weiß, was noch auf uns zukommt? Ich glaube,
bin im Tali echt besser mit. Okay, das sollte eigentlich gehen. So, Tali müsste ja hier auch noch die andere Schrotflinte kriegen. Hier haben wir nichts anderes. Okay, legen wir los. Ich bin bereit, Commander. Ich bin's auch. Möchte jemand noch was sagen, bevor wir loslegen? Die Galaxie zählt auf uns. Die Kollektoren, die Reaper, die bedrohen nicht nur uns, die bedrohen alles und jeden. Für dieses Leben kämpfen wir. Es geht um das große Ganze. Es war eine lange Reise, von der jeder Narben davontragen wird. Aber das alles hat uns genau an diesen Punkt geführt. In den nächsten Minuten werden wir alles gewinnen oder alles verlieren. Machen Sie mich stolz. Machen Sie sich selbst stolz. Wir geben unser Bestes. Viel Glück, Shepard. Auf zur finalen Schlacht. Feinde im Anmarsch. Wir wurden Wenn wir es jetzt richtig angehen, dann können wir es schaffen. Ja, jetzt haben wir den Höhenfonds. Okay, wir werden die, glaube ich, Medigel verbrauchen. Auf die Optiken, Shatika! Auf die Optiken! Ja, Kali war schon mal richtig, weil die kann jetzt nicht die Schilde von denen aktivieren. Die nächste ist jetzt die Frage. Wo docken die an? Übernehme direkt. Sie jetzt auf den Kraft darauf verdrossen. Voll auf. Alles, was er hat. Lasse diese Form aus meiner Kontrolle. Einer ist erledigt. Bleib jetzt diesmal hier. Feinde im Anmarsch. Aha, und gleich zwei Plattformen diesmal. Okay. Übernehme Kontrolle über die Kampf. Kampfrunde bereit! Meine Angriffe werden sie zerreißen. Ihre Hülle ist zerbrechend. Jetzt der letzte. Jetzt der letzte. Wir übernehmen die Kontrolle. Genau, jetzt nochmal. Wir sind Vorboten. Ich weiß nicht. Nun lass mich die Weich klopfen. Super. Jetzt ist unsere Waffe leer, oder was? Okay. Wenigstens müssen wir kein. Dein Leben gehört mir. Kein Gegner von dem, von dem man jetzt wirklich Maschinen der überhaupt hatte. Trotzdem nicht feierlich. Komm, halt auf, Shepard. Verfluchte Scheiße. Aufpassen, Shepard! Okay, wir sind aufgeladen, jetzt geht's denn an den Kragen. What the fuck, das waren alle? Okay, ich hätte mit noch mehr Widerstand gerechnet. Okay, wir gehen weiter. Hier ist es. Alle Schläuche führen hierher. Edi, was können Sie uns sagen? Was machen die hier? Ich glaube, wir werden es gleich erfahren. Eine Art Superstruktur, die sowohl organische als auch anorganische Energiesignaturen abstrahlt. Ach, den Werten nach zu urteilen, muss sie gewaltig sein.
Shepard, falls meine Berechnungen korrekt sind, ist die Superstruktur ein Reaper. Nicht nur irgendein Reaper. Ein Menschen-Reaper. Ach du. Exakt. Die Kollektoren haben anscheinend Zehntausende Menschen verarbeitet. Um den Reaper fertigzustellen, sind erheblich mehr nötig. Das Ding ist abscheulich. Edie, wie können wir es zerstören? Die großen Schläuche, die die Flüssigkeit injizieren, sind strukturell ein schwaches Glied. Durch ihre Zerstörung bricht die Stützkonstruktion zusammen und damit auch der Reaper. Geben Sie uns eine Minute, Edie. Wir müssen uns erst noch um ein paar alte Freunde kümmern. Feinde im Anmarsch. Nach rechts! Scheiße, war Munition. Direkte Intervention ist notwendig. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Komm schon, das hat jetzt so gut geklappt. Neutralisiere meine Schatten. Erbärmlich. Sie können sich nicht widersetzen. Glaube schon. Zum ersten Mal fast alle erwischt. Okay, jetzt komm. Umarme die Ewigkeit. Schäden sind auf. Wie schnell die uns live abziehen, glaube ich. Team, Statusbericht! Hey, wir halten die Stellung, aber es kommen ständig neue Gegner. Ein baldiger Abzug wäre wünschenswert. Gehen Sie zur Normandy. Joker, lassen Sie die Triebwerke warm laufen. Ich werde den Laden in die Luft sprengen. Wird gemacht, Commander. Commander, da kommt gerade ein Signal vom Unbekannten rein. Eddie stellt durch. Shepard, Sie haben das Unmögliche geschafft. Ich muss die Basis noch zerstören. Nicht unbedingt. Ich habe eine bessere Lösung. Ich habe die Pläne vor mir, die Edie hochgeladen hat. Ein gezielter Strahlungsimpuls würde die restlichen Kollektoren töten, aber Maschinen und Technologie intakt lassen. Das ist unsere Chance, Shepard. Sie haben einen Reaper gebaut. Dieses Wissen... Diese Grundstruktur könnte uns retten. Ich weiß nicht, ob ich Cerberus vertrauen kann, aber im Grunde hat er schon recht. Die haben das Wissen, um die zu bauen. Also muss es doch eine Möglichkeit geben, bei denen rauszufinden, wie man die deaktivieren kann. Ah, meinen die denn, die würden helfen? Ich bin hier, um sie zu zerstören. Aber wenn sie einen anderen Vorschlag haben, höre ich ihnen zu. Wir haben einen Einzelsieg errungen, aber wir befinden uns immer noch im Krieg. Diese Basis gibt uns die Technologie, die wir für den Kampf gegen die Reaper brauchen. Vielleicht ist es besser so. Wenn Sie die Methoden eines Feindes übernehmen, haben Sie ihn nicht wirklich besiegt. Einem Alien ist nicht bewusst, welches Risiko das für die Menschheit darstellt. Führerschaft heißt auch Opfer bringen. Das wissen Sie selbst am besten, Shepard. Scheiße, Alter, was nehmen wir? Ich nehme den Mittelweg. Was nehmen wir? Nein, wir brauchen sie nicht. Okay, benutzen... Wir brauchen ihn nicht, oder? Ich weiß nicht. Wir werden kämpfen und auch ohne Basis gewinnen. Angst wird nicht bestimmen, wer ich bin. Denken Sie daran, was auf dem Spiel steht. An alles, was Cerberus für Sie getan hat. Sie...
Weg hier. In 10 Minuten jagt die Überlastung des Reaktors die ganze Station in die Luft. Es war ja klar, dass das noch nicht alles war. Shepard, Sie treffen mich! Diese Scheiße, ich muss hinschauen. Ich glaube, die Augen sind an sich ein ganz guter Punkt. Scheiße. Schwere Waffe jetzt gar keine Munition mehr hat. Somit ist es ziemlich schwer, ist das Scheiß auszuschalten. Wir haben einen halben runter, aber das ist immer noch nicht genug. 180 ist immer besser als nichts. Einigkeit. Sie können sich nicht widersetzen. Und wieder eins. Die Plattform ist jetzt weg. Dein Leben gehört mir. Jetzt ist er wieder weg. Alter. Ach komm, jetzt ist er weg. Endlich. Gott sei Dank. Jetzt müssen wir nur noch hier wegkommen. Verfluchte Scheiße. What the fuck?
Okay. Scheinbar leben wir immerhin noch. Okay, die anderen beiden wahrscheinlich auch. Gott sei Dank. Das hätte beinahe nicht besser laufen können, glaube ich. Hören Sie mich? Commander! Kommen Sie, Shepard, lassen Sie mich nicht hängen! Hören Sie mich! Ich bin hier, Joker. Hat es das Bodenteam geschafft? Alle Überlebenden an Bord, wir warten nur noch auf Sie. Mensch, Scheiße. Sie haben nichts verändert. Ihre Spezies hat jetzt die Aufmerksamkeit von Wesen, die ihnen weit überlegen sind. Diejenigen, die Sie als Reaper kennen, sind ihre Erlösung durch Vernichtung. Der Einzige, der hier vernichtet wird, seid ihr, ihr Pissköpfe. Komm, Joker, voll auf die Schnauze bei dir. Versagt. Wir werden einen anderen Weg finden. Gebe Kontrolle auf. Ich würde mal sagen, das war ein gutes Ende für uns. Also nicht für die. Würde ich mal sagen, oder? Wie sieht's aus? Jetzt noch ein schöner Ladebildschirm. Ach, endlich geschafft. Shepard, es wird bei Ihnen zur Gewohnheit, mich mehr als nur Zeit und Geld zu kosten. Die Basis hat zu viele Leben gekostet. Ich bedauere nicht, dass sie weg ist. Die ersten von vielen weiteren Leben. Die Technologie der Basis hätte die Dominanz der Menschen über die Galaxie gesichert. Gegen die Reaper und darüber hinaus. Dominanz der Menschen oder nur von Cerberus? Wenn Cerberus stark ist, ist auch jeder Mensch stark. Cerberus ist die Menschheit. Ich hätte wissen müssen, dass sie an unangenehmen Entscheidungen ersticken würden. Zu viel Idealismus von Anfang an. Es geht mir nicht um Ihre Zustimmung. Der Vorbote kommt und er wird nicht alleine sein. Die Menschheit braucht jemanden, der sich um sie kümmert und sie anführt. Ab jetzt erledige ich alles auf meine Art, ob Ihnen das nun passt oder nicht. Wenden Sie sich nicht von mir ab, Shepard. Ich habe Sie gemacht. Ich habe Sie von den Toten zurückgebracht. Und ich werde genau das tun, wofür Sie mich zurückgebracht haben. Ich werde diesen Krieg gewinnen, aber ohne dafür die Seele unserer Spezies zu opfern.
Ja, und mit diesem, ja, doch sehr theatralischem Ende teilweise, teilweise auch sehr bedrohlichem Ende, würde ich sagen, wir haben den Hauptteil von Mass Effect 2 durchgespielt. Wir werden aber trotzdem noch die gesamten DLCs spielen. Das sind insgesamt noch 4 Stück. Die habe ich bereits auch schon alle drauf mittlerweile. Und ja, zu diesem Zeitpunkt will ich nur sagen, ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid bei den 4 DLCs auch noch dabei. Und ich hoffe auch, dass ihr mit dem dritten Teil verfolgen werdet, denn den werden wir im Anschluss an die DLCs auch direkt weiterspielen. Ja, was soll ich noch sagen? Mass Effect 2, eins meiner absoluten Lieblingsspiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum? Weil ich finde, wirklich in dieses Spiel, man kann sich einfach wirklich reinversetzen. Es ist wirklich ein Spiel, ja, man fühlt so ein bisschen irgendwann mit Shepard mit, man denkt so ein bisschen wie er, während man spielt. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine Sache, die sehr cool gemacht ist. Auch von den Erscheinungen her, die man treffen kann, die sind eigentlich immer sehr gut angelegt. Und ich muss sagen, grandioses Spiel für alle, die wirklich ja, so ein bisschen auf Weltraumspiele stehen, Shooter, alles so quer, kreuz und quer durcheinander. Muss ich ganz ehrlich sagen, das Spiel lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich werde jetzt mal die Klappe halten. Ich lasse aber auf jeden Fall trotzdem jetzt nochmal eben die gesamten Credits durchlaufen. Ja, und ich würde sagen, das war's an dieser Stelle von mir. Wir sehen uns morgen in einer neuen Folge Mass Effect wieder. Dann werden wir uns nämlich den gesamten 4 DLCs widmen. Und wie gesagt, ja, mit welchem wir anfangen, weiß ich bis jetzt noch nicht. Das werden wir dann noch sehen. Wir werden uns noch so ein paar kleine Specials angucken. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat das Ende gefallen. Auch wenn wir nicht unsere gesamte Crew leider retten konnten, haben wir doch wenigstens, ja, alle Hauptcharaktere, muss man ja sagen, gerettet. Und ich würde sagen, damit, wir sehen uns morgen in einer neuen Folge, wenn ihr wollt, oder im dritten Teil, in ein paar Tagen. Und damit würde ich mich verabschieden. Wir sehen uns in einer anderen Folge, einem anderen Projekt, je nachdem, was ihr sehen wollt. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und da ist Mass Effect 2 auch soweit durch. Oder auch nicht? Ja, denn wir sind jetzt zwar mit dem eigentlichen Hauptspiel durch, ihr habt die eigentliche Hauptstory hinter Mass Effect 2 gesehen, aber das heißt ja jetzt noch nicht, dass Ende ist, ne? Weil schlussendlich, ich habe es so lange angekündigt, es gibt so viele DLCs und ich habe mir jetzt mal die größten soweit runtergeladen, die es zu Mass Effect 2 gibt und diese werden wir ab morgen noch durchspielen. Ich weiß nicht, das werden nochmal so 4-5 Folgen werden, bevor wir uns dann vermutlich dem dritten Teil von Mass Effect widmen werden. Wie das aussehen wird, ne, das seht ihr ab morgen hier, beziehungsweise eventuell übermorgen, das kann ich jetzt noch gar nicht genau abschätzen, weil das wären die ersten frischen Aufnahmen. Das ist die letzte Dosenaufnahme, die noch vom Januar stammt, ja, wohlbemerkt. Und wir haben mittlerweile, was haben wir, Mai? Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Auf jeden Fall, das war es erstmal mit Mass Effect 2 für diese Folge, für diesen Tag. Und ich würde sagen, unter Umständen geht's morgen weiter. Ich hoffe, ihr seid mit am Start. Bis dahin, tschüss.